Hallo liebe Fans der LTR Gießen 46ers, hier bei mir unser neuer Mann auf dem Court, Dirk Medrich, für die Saison 2010-2011 und unser sportlicher Direktor und Head Coach Vladimir Bogievic. Dirk, stell dich ganz kurz vor. Ja, mein Name ist Dirk Medrich, komme aus Moers, bin 26 Jahre alt, 2,12 Meter groß und freue mich hier in Gießen zu sein. Du hast vorher wo gespielt? Ich habe letzte Saison in Griechenland gespielt, also, beziehungsweise mit 18 fing es an in Braunschweig, 3 Jahre. Dann bin ich ein Jahr nach Bamberg gegangen, war dann ein Jahr in Frankreich bei Straßburg und danach war ich 2 Jahre in Quartenburg und jetzt das letzte Jahr war in Griechenland. Es gibt eine ganz besondere Verbindung zwischen dir und Gießen im Prinzip, wenn man das so auslegen darf. Du hast Chuck Eisen kennengelernt. Ja, Chuck Eisen, prima Kerl, habe ihn in Straßburg kennengelernt, super Typ auf dem Feld und neben dem Feld. Und waren sogar ein paar verrückte Gießener im positiven Sinne. Auf jeden Fall, die haben ihn da besucht und haben Stimmung gemacht und war auf jeden Fall interessant. Dankeschön, Vladi. Wie ist die Entscheidung gekommen, Dirk hier nach Gießen zu bringen? Also bevor ich seriös werde, ich habe ein Problem mit dem Namen. Also hier ist Dirk Schäfer, Dirk Medrich. Also ich brauche auf jeden Fall ein Nickname für Dirk Medrich. Vielleicht können es unsere Fans da an der Stelle ein bisschen helfen. Jetzt wieder ganz ernst. Die Wahl gar nicht so schwierig. Also jemand wie Dirk Medrich nach Gießen zu holen, es ist ein fast No-Brainer. Das ist ein junger Mann, der mit viel Talent ausgestattet ist und war, der auch eine ordentliche Karriere hinter sich gebracht hat. Und ich glaube, jetzt so an einem Scheideweg ist ein bisschen das Image des Roleplayers loszuwerden und eine größere, eine wichtigere Rolle zu spielen. Diese Chance wird Dirk bei uns bekommen. Natürlich fester Bestandteil unserer Rotation werden, auf der Position 4 einsetzbar. Für diese Position bringt er eine richtig gute Länge. Dirk ist auch athletisch, hat einen passablen Wurf, sodass er eigentlich für diese Position ein kompletter Spieler ist. Und bei uns oder in meinen Überlegungen hat er auch einige Aufgaben auch auf der Position dann 5 zu bewerkstelligen, je nachdem gegen wen wir spielen, wie wir spielen. Aber ich bin glücklich, dass er hier ist. Also gerade zu diesem Zeitpunkt, so früh im Sommer, solch eine Verpflichtung vermelden zu können, ist sehr positiv. Das denke ich auch. Dankeschön, Vladi. Nochmal herzlich willkommen in Gießen. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Bis zum nächsten Mal.